Hallo und willkommen zurück zum Hearts of Iron 4 Tutorial. Wir wollten ja uns in dieser Folge anschauen, wie denn der Kampf funktioniert. Das heißt, ich muss mal kurz die Einheit hier, diese Armee hinzufügen, was sehr simpel geht, indem ich jetzt einfach sage, links anwählen und hier rechtsklick und schon ist sie hinzugefügt. Hat aber keine Befehle, deswegen ist das Ausrufezeichen hier. Eins muss ich vorhin noch sagen, das habe ich nämlich total vergessen, was die Produktion angeht. Das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass ich es vergessen habe, weil das mal gepatcht wurde. Und zwar ist es so, dass Produktion, also Militär- und Zivilfabriken, sieht man hier 70%, 80%, 50%. Das ist abhängig von der Infrastruktur. Und zwar, umso mehr Infrastruktur eine Region hat, umso mehr Produktion bringt das Ganze. Hatte damals den Hintergrund, man wollte, also dass das so gepatcht wurde, weil vorher war das überall gleich. Hatte den Hintergrund, man wollte Ballungsgebiete von Industrien haben, so wie es eigentlich auch in der Wirklichkeit ist. Also eine stark ausgebaute Infrastruktur führt automatisch zu mehr Industrie und dann hat man das nicht irgendwo hier quasi als großes Russland, war dann die Sache, man hat halt hier seine Industrie irgendwo ins Nevada nach oben verlegt und dann war das mit, versucht halt die zu bombardieren, das geht, mit strategischen Bombern, hat man die halt nicht klein gekriegt, weil man gar nicht dahinter gekommen ist und so ist man jetzt gezwungen, in dem Bereich da oben ist zum Beispiel keine Infrastruktur, macht es keinen Sinn, Industrie zu bauen, macht natürlich mehr Sinn hier im Kernland und da sieht man schon, da kommt man natürlich dann auch eher ran und kann den Feind schwächen. Also das hat gameplay-technisch schon sehr viel verändert, ist auf meiner Meinung auch sehr sinnvoll gewesen. Aber wir wollten uns, wie gesagt, den Kampf anschauen, wie das Ganze abläuft. So, wir haben nämlich den großen Vorteil, wir sind jetzt schon im Kampf als Italien. Machen wir uns nochmal schnell, wie gewohnt, eine neue Armee. Und die bekommt noch einen General, und zwar... Eigentlich hätte ich einfach einen anderen nehmen sollen. Mal kurz hier auswechseln. Mit einem Level 1er. Und ihr bekommt den Level 4. Uppala. So. Nochmal einen neuen Kriegsschauplatz reinmachen und das nennen wir mal. Kann ich das hier eigentlich auch umbenennen? Nein. Ne, hier ist auch gar kein Name. Genau, das benennen wir mal kurz um in. Hier. Afrika. So. So, genau. Die sind jetzt hier zugewiesen. Und jetzt geht das Ganze eben los. Wir müssen dieser Armee erstmal eine Frontlinie geben, wo sie überhaupt kämpfen soll. Es gehen mehrere Frontlinien. Da muss man dann aber aufpassen, dass die Einheiten dann auch entsprechend der jeweiligen Frontlinie zugewiesen sind. Wir machen jetzt erstmal eine. Sieht schon, wir können eine von den beiden nehmen. Die highlightet er ja so ein bisschen. Mit Linksklick kannst du mal sagen, okay, hier ist die Frontlinie. Und da wir aktuell diese Armee ausgewählt haben, sind jetzt alle automatisch dieser Frontlinie zugewiesen. Man könnte das auch anders machen. Ist das Steuerung Rechtsklick, wähle ich alle aus, die dieser Frontlinie zugewiesen sind, sage S für Split und dann macht er automatisch immer die Hälfte der Armee. Das geht auch noch weiter, ich könnte noch weiter splitten, immer um die Hälfte jeweils. Sieht man hier links sehr schön, wie sich das dann immer weiter reduziert. Ja? So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, ich nehme nur die Hälfte, mach Steuerung Linksklick auf diese Frontlinie und dann geht das nicht. Genau. Weil... Wie ziehe ich denn alle der Frontlinien ab? Kann ich die einzeln abziehen? Weiß ich gar nicht. Befehl der Einheit aufheben. Ja, so würde das gehen. Jetzt ist bloß die Frage, wie geht das für alle? Alle aktuell ausgewählten Einheiten? So, genau. Und schon habe ich nur noch 7 hinzugefügt und könnte jetzt sagen, ich nehme diese 7, die sind momentan ja noch selektiert. Beziehungsweise... sind sie zwar, aber ich kann keine neue Linie hinzufügen. Ha, warum? Genau, das sind jetzt die 7. Ich kann hier noch eine Frontlinie machen. Okay, dann müsste ich die jetzt einzeln auswählen, aber hier kann ich trotzdem mit Steuerung gedrückt halten. Nee, Shift. Shift gedrückt halten, genau. Shift Linksklick kann ich dann jetzt nie hier nehmen und dann mit Steuerung, lass mich nachdenken, Linksklick, genau, dieser Linie hinzufügen. Also, und so habe ich jetzt quasi die Armee gesplittet auf zwei, auf zwei Frontlinien. Und jetzt geht dieser Spaß eben los. Ich kann eben sagen, ich möchte, oder ich muss quasi sogar,
dieser Frontlinie erstmal einen Befehl geben, was sollen die machen? Einen Angriffspfeil. Und zwar mit Rechtsklick kann man hier ziehen, wohin die sollen. Und zwar vorzugsweise sollen die hier mal rüberlaufen. Und jetzt geschieht Folgendes. Jetzt geschieht eine Planungsphase für diesen Angriff hier. Das Ganze sollte möglichst zu Ende geplant werden. Umso mehr Einheiten man hinzufügt, umso länger dauert die Planungsphase. Fügt man eine neue Einheit hinzu. Geht natürlich ein bisschen was von der Planungsphase verloren und muss erst wieder aufgefüllt werden. So. Die Planungsphase hat eben dann den Sinn, ein Gefecht muss ja vorbereitet werden, geht man da zu früh rein, bekommt man eben Mali auf den Kampf. Wird einem sogar irgendwo angezeigt, ich glaube hier, Armee noch in Vorbereitung minus 20%, unterlegener Gegner plus 80%, okay, ist in Ordnung. Zeigt ihr übrigens hier unten an, unser geschätztes Kräfteverhältnis von unserer Armee zu anderen. Das ist wieder vom Intel abhängig. So, und auf diesem Angriffspfeil sind jetzt 7 Armeen zugewiesen. Man kann mehrere Angriffspfeile machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, hier würden danach noch mehr reingehen. Hätte ich andere Divisionen von woanders, könnte ich die mit Steuerung Linksklick wieder da hinzufügen. Dann kann man sich das eben so aufdrüsen, wie man das will. Ich möchte jetzt mal den hier löschen. Und dieser Angriffspfeil hat jetzt Folgendes. Wenn ich hier auf Play drücke, dann aktiviert sich der sogenannte Battle Planner. Dieser Battle Planner macht Folgendes. Er nimmt alle Einheiten, die hier eben zugewiesen sind, und schickt die aufs Geradeweg hier runter. Und zwar relativ ohne groß nachzudenken. Der Battle Planner funktioniert sehr gut, er nimmt sehr, sehr viel Arbeit ab. Also ist auch schon intelligent, aber er nimmt halt keine Rücksicht auf Flüsse zum Beispiel. Fluss bringt, glaube ich, 80% Abzug. Und wenn man dem Battle Planner sagt, pass auf, hier schickt die Leute über den Fluss, dann schickt er die auch über den Fluss drüber. Man kann die aber jederzeit micromanagen, woanders hinziehen. Wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, kehren die den Battle Planner wieder zurück und machen ihren Angriff weiter, so wie es als großes Ganzes vorgegeben ist. Das sehen wir jetzt dann gleich. Jetzt kann ich ja eben auch zugleich sagen, ich möchte aber auch noch eine Angriffslinie schon mal hier nach hierüber planen für später. Ist vollkommen legitim. Wenn ich jetzt Play drücken würde, würde halt in Äthiopien einfallen, weil wir im Krieg sind. In Britannien nicht, weil wir keine offizielle Kriegserklärung haben. Ne? Der Pfeil wird sich dann auch hier verändern, wenn wir hier auf Play drücken. Wir können mal den Angriffspfeil oben lassen, aber ich möchte gerne die komplette Armee wieder hinzufügen. Jetzt muss man aufpassen, dass man die... Man kann sie einmal der Linie zuweisen, der Frontlinie, und einmal dem Angriffspfeil. Sinnigerweise fügt man sie immer dem Angriffspfeil hinzu, weil sonst stehen die hier bloß an der Linie rum und bewachen die Frontlinie, aber rücken nicht mit vor. So. Wir machen jetzt mal Play und jetzt sieht man schon, dieser Angriffspfeil wird ausgeführt. Der hier theoretisch auch, aber kann nicht ausgeführt werden. Ist ein bisschen anders gestrichelt, weil geht ja nicht. So, wenn ich jetzt mal Leertaste drücke und das Ganze laufen lasse, dann sieht man schon, das macht hier automatisch die Angriffsbewegungen. Und jetzt pausiere ich nochmal kurz. Und da hat man jetzt sowas, ja, Paradox-Eigenes. Das hier ist, wie läuft der Kampf? Ich mache das mal kurz zu. Momentan läuft er zu 64% gewonnen für uns. Und ist grün, das heißt jetzt Folgendes. Also erst zu 64% ist der Kampf schon gewonnen und grün bedeutet, dass er gut für uns verläuft. Dieser Angriffspfeil kann aber auch zum Beispiel 90% sagen und rot sein. Wäre so eine Art Führersieg. Man gewinnt das Ganze zwar schon zu 90%, aber man hat selber sehr viele Verluste. Gibt es in Abstufung rot, gelb, grün. Vorzugsweise natürlich immer eine hohe Zahlung grün für einen. So, dann lassen wir das mal laufen und jetzt sind wir schon 47. Ja... Könnt jetzt andere hinzuziehen. Das geht jetzt in dem Fall so. Die hier sind alle aktuell in Bewegung. Das zeigt das Symbol an. Und zwar möchte ich einen, der nach da oben geht. Muss mal kurz gucken, welcher... Genau. Den sage ich jetzt nochmal kurz Stopp. Jetzt macht der Battleplan automatisch wieder den Weg weiter. Und ich sage hier, komm. Genau. Einmal darunter. Und schon macht er das hier unten. Wer die Provinz jetzt gewonnen, würde er seinem ursprünglichen Plan folgen, den der Battle Planner eben sich ausgedacht hat, und wahrscheinlich da oben wieder mit angreifen. Aber 68% da oben langt mir, 55% da unten langt mir auch. Also wie gesagt, das ist diese Art Micromanagement, die man hat, um die Einheit zu bewegen, und das muss man aber auch machen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das jetzt mittlerweile mit den Flugzeugen funktioniert, weil das wurde geändert. Hier haben wir 2 Radien. Okay, das sind die inneren. Die können, oh, sehr weit fliegen. Okay. Wir nehmen alle 3 und wir sagen, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier taktische Bombe, Luftnahunterstützung. Ich möchte einmal die Luftnahunterstützung, die soll Luftnahunterstützung machen, genau. Und zwar in diesem Bereich hier. Also es ist eine ganze Region, die hier ausgewählt ist. Die hat genau diese Größe hier. Und wenn die natürlich relativ groß ist, haben wir Schwierigkeiten, die abzudecken. Das sieht man hier auch.
Wir können momentan nur mit 25% Effizienz abdecken, das ist natürlich sehr wenig, weil unsere Flugzeuge natürlich geringe Reichweite haben, es sind wenig Flugzeuge, ne? So kommt das dann alles. So, wenn ich jetzt mal hier alle auswählen, also ich möchte das abfangen, versuchen wir natürlich auch feindliche Flugzeuge, wenn sie welche haben. Strategische Bombardierung wäre jetzt hier, dass wir Gebäude kaputt machen, Infrastruktur, müsste man dann wieder nachher aufbauen. Marineangriff, okay, fällt in dem Fall auch flach. Kamikaze-Angriff gibt es auch, okay. Strategische Bombardierung lassen wir aus. So, alles auf die Region hier. Und dann lassen wir das Ganze nochmal laufen. So, wieder zurückwechseln mit F1. Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir eigentlich auch gleich noch die Marine zeigen. Wir legen die hier mal zusammen. Sollte immer eine ausgewogene Kombination haben an allen Schiffen. So, dann nehmen wir noch uns einen General mit. Welchen nehmen wir denn? Hier gibt es übrigens keine Feldmarschälle, also die können unendlich viele Einheiten befehligen. Und hier bei der Marine ist das Besondere, also Luft, Marine und Infanterie sind eigentlich drei komplett unterschiedliche Systeme. Ich weiß nicht, warum Paradox das so gemacht hat, aber sie spielen sich komplett unterschiedlich. Das ist echt anstrengend für den Anfang. So, wir können jetzt hier sagen, Patrouille, suchen und vernichten, Konvoiüberfall oder Geleitschutz. Geleitschutz ist eben für unsere Konvois, dass die nicht kaputt gehen. Konvoiüberfall ist eben genau das Umgekehrte, wir machen andere Konvois kaputt. Und dann gibt es noch Patrouille und Suchen und Vernichten. Da ist der Unterschied, ist eigentlich sogar da drin erklärt. Patrouille ist die Formationsbreite sehr, sehr hoch, also die Wahrscheinlichkeit, das zu finden ist, feindliche Schiffe zu finden, ist sehr hoch. Allerdings hat man sehr wenig Schiffe im Kampf. Und Suchen und Vernichten ist eben genau das andere. Man sucht auf sehr engen Raum, hat aber viele Schiffe beieinander. Muss man eben abschätzen, wie gut ist die eigene Flotte gegenüber der anderen. Welche Schiffe hat man dabei? Und hier kann man eben bis zu 3 Seeprovinzen auswählen, die patrouilliert werden sollen. Die noch mit dazu und die noch mit dazu. Macht jetzt eigentlich wenig Sinn, weil Äthiopien wird hier sowieso kein Wasser haben. Man kann die auch irgendwie wieder wegnehmen. Nein, das ist normal bewegen. Ich verklicke mich da jedes Mal. Moment, ist es Shift? Ja, mit Shift-Rechtsklick. Also mit Rechtsklick fügt man es hinzu und Shift-Rechtsklick wird das Ganze wieder weggenommen. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier in der Übersicht, sehen wir hier, aha, hier fährt was Patrouille. Eine Flotte von uns, also von uns. Wenn ich mir die jetzt im Detail anschauen will, draufklicken, okay, momentan ist hier diese eine Flotte bloß, können ja auch mehrere sein. Kann ich die wieder auswählen, bin ich wieder im Menü drin. Und kann hier zum Beispiel einstellen, okay, ab welcher durchschnittlichen Schaden sollen sich hier Schiffe ausgliedern und reparieren lassen. Sollen sie vorher nach eigenem Messen oder nicht. Ja, wie gesagt, das kann man hier so ein bisschen automatisch abtrennen, deaktivieren. Ist nun aktiviert. Genau, also hier würde quasi jetzt ein Schiff, wenn es beschädigt ist, wird sich abtrennen von der Flotte und würde sich zur Reparatur bewegen. Ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass es dann alleine vernichtet wird oder dass eben die ganze Flotte dann zurückfährt. Ist Geschmackssache. So, jetzt haben wir eben unsere Armee, die rückt hier noch vor. Ach, wir haben hier noch eine Scheuer. Also, wieder einmal hinzufügen. Und dann bekommt ihr noch einen 2-Sterne-General. Eine Frontlinie machen mit Linksklick. Dann machen wir noch einen Angriffspfeil, den machen wir, will dann hier von unten kommen. Und wie gesagt, die positionieren sich jetzt gerade noch. Da könnten wir vielleicht noch kurz warten, bis die ein bisschen besser positioniert sind. So, haben wir Flugzeuge? Wird dann das angezeigt? Ne, wird es gerade nicht. Die Air Mission? Doch, wird einem angezeigt, genau. Ne, wird einem nicht angezeigt, verdammt. Wie gesagt, also drei komplett unterschiedliche Systeme ist schwierig. So, das ist jetzt aktuell was hier. Wir haben hier 48 Flugzeuge mit einer Auftragseffizienz, wird eben angezeigt. Und 40 Flugzeuge für Abfangen haben wir eingeteilt. Wenn man jetzt hier schaut, Ostafrika momentan, wir haben 48 Flugzeuge hier anliegen. Schaden an feindlichen Divisionen verursacht 0,4. Scheint keine Gegenwehr da zu sein. Feindliche Mission, nee, da ist nichts. Genau, was ist hier? Durchschnittliche Missionseffizienz des Feindes 100%? Feindliche Luftordnung. Hat er doch Flugzeuge? Nee, ich glaube nicht. Nee, hier hat er keine. Genau, da kann man eben dann zum Beispiel auch später Radars bauen und sowas. Das verbessert das Ganze. Aber ich mache mal kurz einen schneller, dass hier ein bisschen der Kampf vorwärts geht, dass man auch was sieht. Jetzt sieht man eben schon, hier geht jetzt die Organisation langsam runter. Wir sind jetzt bei 74 schon hochgeklettert, das heißt, wir gewinnen insgesamt. Wenn man sich jetzt mal hier im Detail den Angriff anschaut, das ist natürlich jetzt, also wie gesagt, das Paradox wirft mit Zahlen um sich. Wir haben hier einmal die Luft, die mit dazukommt.
Wir haben unsere Generäle, die zugewiesen sind, die geben auch nochmal Boni, beziehungsweise die können hier auch neue Traits eben entwickeln, je nachdem, wo sie halt kämpfen. Viel im Gebirge, klar, bekommen sie Gebirgsjäger, sieht man, der levelt hier. Dann haben sie hier, ja, ich würde mal sagen, Karten, die sie ausspielen, bekommt man eben über den Doktrin-Technologiebaum. Und die spielen sie immer gegeneinander aus. Je nach Fähigkeit des Generals, ne, zufällig, mal besser, mal schlechter. Und manche schlagen eben die anderen. Deswegen ist es schon sinnvoll, auch die zu erforschen, dass man eben andere hat. So, jetzt muss ich gerade mal kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Dann sehen wir hier einmal unsere eingesetzte Gefechtsbreite. Hat ja den Sinn, wenn man auf breiter Front eine kleine angreift, ist natürlich das immer der Bonus da. Ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig. Dass man einfach eine breite Front hat und besser auf die schießen kann. Es gibt ja auch eine insgesamt Gefechtsbreite. Dann gibt es eben unsere einzelnen Einheiten hier. Das sehen wir eben schon hier beim Äthiopier ist jetzt die Organisation schon ziemlich runter. Kann man jetzt auch zuschauen, wie sie runtergeht. Und die Stärke eben auch schon. Dann haben wir hier noch so Einzelmodifikatoren wie einmal der normale Angriff. Durch was wird der gerade beeinflusst? Bei uns momentan durch nichts, oder? Doch, jetzt hier zum Beispiel Erfahrung, Gelände, Nacht. Also etliche Modifikatoren. Beim Äthiopier eben genauso. Dann haben wir hier harter Angriff. Und hier haben wir noch den Durchbruch eben. Also wie gesagt, das sind so einzelne Werte, die dann da eben nochmal aufgedrüselt sind. Zur Erklärung noch, weicher und harter Angriff, damit man es versteht. Weicher Angriff ist im Grunde alles, was gegen Infanterie geht. Also gegen weiche Ziele sozusagen. Und harter Angriff ist gegen Panzer. So kann man sich das dann eben sagen. Und auch Durchbruch ist eben dann gegen Panzer rum. Da gibt es auch manchmal so Spezialsymbole, wenn man mit einer Pack zum Beispiel gegen Panzer kämpft, hat man hier eben quasi noch einen Boni drauf. Ansonsten haben wir hier noch einen Modifikator Verschanzung, weil die eben lange schon in der Region stehen, sich nicht bewegt haben, sind sie eben eingegraben. Man sieht, was für eine Art Division das ist. Kann die sogar nochmal direkt auswählen, welche hier gerade angreift. Die ist in Reserve. Die kämpft aktuell nicht, die würde aber irgendwann hier reingeholt werden. Das ist auch durch Modifikatoren wieder abhängig, wie schnell die hier reinkommen. Natürlich, umso mehr man hier hat, umso höher ist die halt die Chance, dass man weiterkämpft, ne? So, haben wir hier nochmal Plus und Minus, dann die Erfahrung von den Generälen. So viel zu diesem Fenster. Sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr viele Details. So, und hier haben wir jetzt das eingenommen. Wir werden aktuell noch angegriffen, das haben wir gewonnen. So, jetzt geht der Battle Planner, geht darüber. Ich hätte aber trotzdem noch gerne einen... Hier unten, weil die sind jetzt momentan, die haben jetzt wenig Organisation, dann klatsche ich da gleich nochmal drauf, dass die nicht abhauen können und beschädige die noch mehr und versuche so die Organisation von denen unten zu halten, dass sie sich gar nicht wieder zerrappeln können. Und die haben jetzt, ja, gerade einen Spezialfall. Diese beiden Einheiten sind gekesselt. Also die würden jetzt sowieso nach und nach Organisation verlieren, unabhängig ob wir kämpfen oder nicht, weil sie eben keinen Nachschub mehr bekommen. Sieht man hier auch gelbe Ausrufezeichen, ist wahrscheinlich Ressourcenmangel gerade. Und dann bekommen wir natürlich nochmal einen Kesselungsbonus auf das Ganze. Und die, wenn jetzt diese Provinz, wenn eingenommen wird, flüchtet die Einheit nach da oben oder die entsprechend nach unten, jetzt eben. Wenn jetzt diese Provinz eingenommen wird, sind diese beiden Einheiten tot. Jetzt sehen wir es, die sind weg. Also die sind jetzt tatsächlich explizit tot. Und das ist dann schon immer ein sehr derber Verlust, vor allem wenn man irgendwie, so eine Kesselung hat und da stehen 13 Einheiten drin. Also die baut man halt auch nicht so schnell nach, ne? Da geht dann schon viel Ausrüstung und Mannstärke und Erfahrung verloren. Und das kann an der Front, an der großen Front schon mal, zu erheblichen Problemen führen. So. Aktuell, ja, jetzt ist eben das Problem, wir haben jetzt hier quasi eine neue Frontlinie, das sind neun Divisionen zugewiesen. Die löst sich auf, sobald sie hier reingelaufen sind. Aber ich mache das jetzt mal anders. Ich nehme jetzt einfach mal die hier und füge die wieder dem Angriffsfall unten zu. Ja, das ist das Ganze eingenommen. Das Ganze mal ein bisschen aktualisieren. Hat er das gemacht? Genau, er hat jetzt quasi Einheiten auf die beiden Frontlinien aufgeteilt. Das versucht der Battleplan automatisch zu machen. Wenn hier wie in so einer Situation eben sich eine neue Frontlinie bildet und die Einheiten werden wieder frei, versucht er es eben auszugleichen. So, wie gesagt, wir haben aber da oben keinen Kampf, von daher möchte ich die bitte alle wieder auf diesem Angriffspfeil oder ich gehe einfach her und lösche den hier einfach nochmal. Wenn man übrigens Rechtsklick auf die Befehle löschen macht, löscht man alle Befehle. Und nochmal, um kurz in Erinnerung zu rufen, wichtig ist, wenn ich hier zum Beispiel Einheiten auswähle und, so viel wollte ich doch nicht, ne? S drücken, halbieren, passt. Ansonsten, Steuerung linksklick, Steuerung rechtsklick, kann man sehr, sehr viel machen. Das sind eben die, wie gesagt, was ich immer so schon sage, die Komfortfunktionen und was ich sehr liebe. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben für das Ganze, das intuitiv zu machen. Und das braucht das Spiel und es funktioniert es. Es funktioniert sehr gut in dem Spiel. So.
Sehen wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, wir könnten nochmal hier reingucken. Hier sieht man jetzt quasi ein Über-, ja, das Kampfprotokoll, so wie es da steht. Letzten 12 Monate, über alle Kämpfe. Wie sind die so gelaufen? Die Gefechte an sich. Wie viele Mann waren dabei? Gegen wen? Gegen was? Ausrüstung, was verloren wurde im Gefecht. Durch Verschleiß. Man sieht schon, Verschleiß ist sehr hoch. Vor allem in Afrika, eben durch die Hitze. Es ist tatsächlich Hitze. Das ist ein Modifikator. Sieht man im Totenkopf hier. Jetzt mal die auswähle, müsste irgendwo hier Gebirge 40%, genau, Gesamtverschleiß 40% durch Gebirge. Wenn man natürlich in heiße Region bekommt, kommt, hat man durch die Hitze, durch, oder durch Schnee oder was auch immer, Dschungel glaube ich auch, also ne, das sind alles so Modifikatoren, die spielen mit rein. Der Spiel, dieses Spiel lebt von Modifikatoren. Der Team mit der Battle Planner macht nichts, weil, wenn ich jetzt mal über dem Pfeil hier bleibe, ja, ja, sieht man eben, der möchte, ne, zeigt das nicht an, genau, von rechts angreifen, deswegen macht er von hier unten aus eigentlich nichts und lässt sich angreifen. Also wie gesagt, dieser grüne Pfeil, die Pfeilspitze zeigt es mir, das heißt, ich werde angegriffen. Die Pfeilspitze zeigt es dem Gegner, er wird angegriffen. Läuft, also prinzipiell verlieren wir wenig Einheiten, aber nur 99%, 39% geschafft bis jetzt. Könnte man aber so laufen lassen. Genau, der Battle Planner wartet quasi und macht jetzt auch mit der Einheit nichts, weil er erst von hier von rechts kommen will. Jetzt könnte ich diesen Pfeil zum Beispiel verschieben, das geht hier auf Bearbeiten. Ja. Manchmal ist es ein bisschen frickelig, muss ich gestehen. Ja, genau. Aber kann man dann den hier quasi rumziehen und das Ganze beeinflussen, von wo die Einheiten kommen sollen. Wenn ich jetzt wieder auf Play drücke, sieht man schon, jetzt greift er hier eben auch an. Oder ich hätte jetzt die Einheit manuell nehmen können und hätte angreifen können. Einheiten, die angegriffen werden gerade, haben jetzt hier ein Verteidigungssymbol. Klar, weil er hat verteidigt. Die kann ich dann auch nicht bewegen. Also, da muss ich dann warten, bis der Kampf vorbei ist oder bis die Einheit sich zurückzieht. Ja, weil die ist im Gefecht, die kann gerade meine Befehle nicht entgegennehmen. So, und hier hat man es jetzt gesehen, es war kurz rot. Ist jetzt auf grün gewechselt. Wahrscheinlich wegen Nacht und schieß mich tot, andere Modifikatoren, Wetter. Kann es schon mal sein, dass das kurz auf rot springt. So, haben wir sonst noch was? Das können wir eigentlich so laufen lassen. Genau. Also, unser Fokus war fertig. Da könnten wir jetzt mal Spaß selber stellen. 9 einstellen. Könnt ihr jetzt sagen. Industriebemühungen. Nee, das haben wir schon. Aber nee, Armee Überlegenheit auch nicht. Und noch irgendwas Interessantes, was schnell geht. Mare Nostrum. Okay, dann gehen wir halt doch in die Industriebemühungen rein. Jetzt könnte man mal gucken, wie läuft denn unser. Unser Kampf hier. Ja, wir haben immer schon 31% Effizienz. Bisschen besser geworden. Wie läuft es bei der Marine so? Da würden wahrscheinlich keine. Also würde auch hier oben angezeigt werden, wenn Marinekämpfe sind. Die schauen vom Bild her völlig anders aus. Kann ich jetzt aber so gerade leider nicht zeigen, glaube ich. Wäre aber eigentlich schon interessant. Ja, aber Äthiopien hat leider keine Marine, ne? ist auf jeden Fall. Ja, um das jetzt mal. Man sieht, um das bildlich zu sprechen, dass man sieht, meine Flotte gegen die andere Flotte langsam aufeinander vorrücken. Da kann man auch noch drüber hovern über die Schiffe. Und dann sieht man, welches Schiff auf welches gerade schießt, wenn es in Reichweite ist. Und die bewegen sich quasi aufeinander zu. Manche flüchten dann, die drehen um. Und da sieht man auch dann diverse Modifikatoren. Also man sieht auch, ob neue Schiffe dazukommen. Auch quasi Reserven, die von links nach rechts reinfahren. Ja, also ähnlich dem Bildschirm, den wir hier für die Infanterie haben. So, das ist jetzt eine Annexion. Dieses Land war in keiner Fraktion drinnen und es ist besiegt, das heißt, ich kann es tatsächlich annektieren. Oder ich könnte es auch zu einer Marionette machen. Aber ich hätte gern hier einmal alle Regionen erobern. Ist nur eine, oder zwei sind es, glaube ich, oder? Ja, es ist nur die eine Region hier. Und zwar haben wir jetzt Kriegspunkte erhalten. Dafür, wie viel wir mitgekämpft haben und für die Regionen, was die wert sind. Bekommt man eben anteilig dann Kriegspunkte. Und das gilt auch für alle, die am Kampf beteiligt sind. Also wenn jetzt mehrere Länder an einem Kampf beteiligt sind, gerade bei den großen Fraktionen, dann muss man sich das später eben aufteilen und kann rundenweise seine Punkte auf Regionen verbraten oder kaufen. Und dann ist der nächste dran und so teilt man sich dann das Land später auf. Auf jeden Fall, wir haben das Land jetzt annektiert komplett. Das hat nicht nur aufgegeben, das ist jetzt annektiert. So, ich möchte einmal diese Region haben. Da gibt es jetzt zwei Gummi. Fertig. Äthiopien. Oh. Ich bin ein Idiot. Ich habe das falsch ausgewählt. ja, ich habe einen weißen Frieden mit denen gemacht. Habe ich die Region jetzt nicht genommen?
Idiot. Ah. Ja, okay, wenn man ist jetzt erstmal Waffenstillstandabkommen. Jetzt könnten wir sagen, kann ich das zumindest gleich zeigen. Ich möchte die nochmal angreifen, also müsste ich erstmal ein Kriegsziel rechtfertigen, erobern. Äthiopien wird 2% Weltspannung verursachen, dauert 230 Tage, kostet mich 46 politische Macht. Und zwar ist es so, Moment, ich muss nochmal kurz was trinken. Je größer ein Land ist, oder je mächtiger, also sowas wie Frankreich oder England, umso mehr politische Macht kostet mich das auch, diesem Land den Krieg zu erklären. Also muss man sich, und umso mehr Weltspannung erzeugt das Ganze auch. Also muss man sich schon überlegen, kleine Nationen angreifen, ja, das wird wahrscheinlich durchgehen, da wird keiner was sagen. Die Großen, denen erklärt man nicht einfach so einen Krieg, da kann man sich dann sehr, sehr schnell Feinde machen, wenn man hier die Weltspannung hochtreibt und die sich auf einmal alle gegen einen verbünden können. Also wirklich können, das geht dann erst auf einer gewissen Phase so ungefähr. Da werden, wie gesagt, neue Optionen freigeschalten. So, jetzt sind unsere Einheiten wieder aus dem Land rausgeschmissen worden, das habe ich grandios gemacht. Allerdings ist unsere Planung ja noch aktiv, von daher ist das jetzt gar nicht so schlimm. Das heißt, wir hätten dann einen guten Planungsbonus und würden besser in den Kampf starten das nächste Mal. So. Machen wir das wieder. Machen wir auf Stopp, der muss jetzt dann nicht unnötig auf Play sein. Ansonsten, ja. Denke ich, habe ich glaube ich... Ich werde wahrscheinlich mehr als genug vergessen haben. Aber ich denke, ich habe in groben Zügen mal das Spiel erklärt. Oh, schau, die fahren jetzt hier sogar außen rum. Da muss man mal aufpassen, wenn sowas passiert und man ist im Krieg. Die haben jetzt natürlich keinen Geleitschutz. Wenn man hier keine Flotte patrouillieren hat und da kommt ein feindliches Schiff, dann sind die Frachter natürlich relativ schnell abgeschossen. Und da hat man auch mal ratzfatz 5 Leute verloren. Also muss man ein bisschen im Auge behalten, wo denn die Einheiten langgeschickt werden. Aber das passiert relativ selten, wenn man nicht gerade hier irgendwo in Mittelmeerregion oder so kämpft. Oder hier Indien, da wie viel gibt man, fahr mal darüber. Dann kann es schon sein, dass er hier mal den kürzesten Weg probiert. Ja, wie gesagt, ich denke, in groben Zügen ist das Spiel mal damit erklärt, wie es funktioniert von den Mechaniken her. Und das andere sind alles eigentlich Feinheiten, die bekommt man über das Spiel dann raus. Und ja, ich sag bloß, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, dann viel Spaß beim Spielen. Tschüss.